Jetzt hier ein bisschen Gas, beschleunige das Ganze ein bisschen. Nein, Vollidiot. Handbremsen, zack, dann tanzen. So, und jetzt müssen wir noch unsere zwei Sterne loswerden. Und das machen wir, indem wir gleich hier in unsere Pain Spray, hauseigene Pain Spray, Spray and Go, Garage fahren. So, Sterne los. Jetzt fahre ich mir noch schnell meine Waffenretour holen. So, also gehen wir das Telefon. Tommy, it's Phil. Now cut out all the reminiscing crap and listen to me. You hear? Good. I got me some extra strength moonshine nearing fermentation time, and I was wondering if you fancy having a shot. Seriously, Tommy, if you like a drink or if you need to strip paint, this stuff will make a man out of you. Sure did out of me, even though I can't see out of one eye. I'll be waiting for you. You hear? Also ihr habt gesehen, wir haben insgesamt drei Waffen eigentlich, also wir haben den Raketenwerfer und die M60. M60 ist meine Lieblingswaffe. Dann die MP5, also die MP5 wollen wir auf jeden Fall wieder zurück. So. Bei der Schrotflinte 289 Schuss, da behalten wir die, weil das ist eine automatische, die ist besser als die, also wechseln wir die nicht. Und den Raketenwerfer lassen wir auch mal hier, weil, wie bereits gesagt, die sollten eigentlich hier gespeichert bleiben. Und ja, ich finde die, ich muss sowieso überlegen, für welche Mission wir den noch groß gebrauchen können, da den die M60, da wir eigentlich jetzt das meiste an Missionen hier schon gemacht haben. Jetzt von den Firmenmissionen kommt nicht mehr wahnsinnig viel. Naja, wie auch immer. Machen wir weiter mit der letzten Film. Cassidy-Mission. Woher werden wir aber noch speichern? Green Racer, I don't know. Thank you.
So, und die zweite und letzte Phil Cassidy Mission. Hey Phil, how's it going? Hey Cuddy! How you doing? It's been too long. I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. It's make my eyes burn. Shh, Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty, cheap badness or something. There's some more on the bench. Ta-da! So, Schnitt. Weil jetzt kam gerade ein schöner Splatter-Effekt, aber den wollen wir nicht unbedingt. Und jetzt, ja, also das ist jetzt wirklich sehr witzig. Wir sind da quasi besoffen, weil, wegen diesem blöden Whisky. Und wir müssen jetzt den Phil ins Krankenhaus fahren. Und das ist wirklich, es fühlt sich an, als ob wir besoffen wären. Also das ist wirklich schlimm. Also ich habe da keine praktische Erfahrung, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber... He's coming, my boy. Black feathered waves beating all around. Not the hospital, man. Too many cops in Viet Cong. There's an ex-army surgeon owes me a few favors and a lawnmower. He's got a place down Little Havana. Oh, huh, a giant fish. It's beautiful, man. It's beautiful, but so cold. Oye, chico, eso no pude ser. So, und jetzt wisst ihr, warum Phil Cassidy in GTA 3, das ja in der Zukunft spielt, keinen Arm mehr hat. So, jetzt kann man bei Phil Waffen kaufen, obwohl ich sehe, zwei haben wir, also den Raketenwerfer und die Minigun haben wir ja bereits bei uns im Versteck. Aufgrund der gesammelten Päckchen, die ferngesteuerten Granaten, brauche ich jetzt nicht so, habe ich nie so oft gebraucht. Das Einzige, was dort noch interessant ist, ist die M60, die man jetzt kaufen kann. Und ja, die werde ich für die... Soll ich die für die nächste Mission kaufen? Das Telefon hat mir zuerst. Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Okay. Ja, dann werden wir hier jetzt mal schön speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.